Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 25. Heute möchte ich mich wieder daran versuchen, ein kleines Tutorial zu zeigen. Und zwar über das, ja, eigentlich GPS-System, weil ich sag mal Lenkassistent, Lenkhilfe, nennen wir es GPS-System. So. Ich fahr mal einfach der Einfachheit halber ein Stück hier auf die Wiese und dann gucken wir uns das mal an. So, wenn ich die Taste H wie Heinrich gedrückt halte, komme ich in die Helfereinstellung. Das ist jetzt hier der KI-Helfer. Da mache ich nochmal ein anderes Tutorial für, weil das ist ein bisschen aufwendiger. Und hier haben wir die Spurführung. Das ist, ne, also Spurführung ist mithilfe von GPS, aber eigentlich ist es halt ein Spurführungsassistent, Lenkhilfeassistent, aber es funktioniert per GPS. Es ist also wurscht. Wir haben hier schon veranschaulicht die Linien, wie sich der Spurführungs-, also das GPS-System denkt, dass wir das Feld am besten bearbeiten können. Wir haben hier das Blaue ist der Feldrand. Das Türkise ist das Vorgewände und das ja, Orange-Braune hier sind die Feldreihen. Und wir haben hier Einstellungsmöglichkeiten. Wir können die Arbeitsbreite verändern. Automatisch erkannt sind 8,4 Meter von dem Gruber, den ich dran habe. Aber die können wir individuell anpassen, die Arbeitsbreite. Ne? Wie auch immer. So, wir sind jetzt bei 8,4 Meter. Das lassen wir auch so. Dann haben wir die Anzahl der Vorgewände. Der steht auch auf automatisch. Er hat sich gedacht, ja, wir machen zwei Vorgewände. Ich bin ein Vorgewändefreund. Ich sag mal, mach vier. Und er aktualisiert das gleich. Ne? Seht ihr hier, haben wir vier Vorgewände. Ich berechne mir die Vorgewände immer so. Jeder kann das anders machen. Dass wir ein Vorgewände von insgesamt mindestens 30 Metern haben. Dann kann nämlich am Ende der Feldbahnen jedes Fahrzeug bequem wenden und in die nächste Reihe reinfahren. So bei 8,4 Meter, 8, 16, 24, 32 sind wir bei 32 Meter. Das reicht locker. Das kann aber jeder machen, wie er will. Das ist halt nur, wie mein innerer Kinski möchte, dass ich das mache. So, die Bearbeitungsrichtung steht auch auf automatisch. Da können wir hier vorgeben, was wir wollen, in welchem Winkel, und ihr seht, das wird auch immer angepasst automatisch im Schaubild, ne? Ich lasse es aber dann gerne hier auch auf automatisch. So, zack, quer. So, seitlicher Versatz. Es gibt Geräte, die laufen außerhalb vom Traktor lang. Macht das Ding hier auch automatisch, aber da können wir auch 4 Meter rechts oder 4 im Minusbereich 4 Meter nach links oder whatever einstellen. Das müsst ihr ausprobieren. Das ist von Anbaugerät zu Anbaugerät verschieden, aber wie gesagt, das macht der Spurführungsassistent automatisch. So, jetzt haben wir noch die Option, die Linien abzuschalten. Dann sehen wir die auf dem Feld nicht. Da müssen wir die nach gut Düngen und Gefühl fahren oder aber die Linien einzuschalten, dann werden die uns auf dem Feld angezeigt. Und wenn wir dann entweder alle automatischen Einstellungen übernehmen wollen oder aber unsere Einstellungen nach individuellem Bedürfnis angepasst haben, drücken wir auf OK. So, und ihr seht da, jetzt werden die Linien vom GPS oder vom Lenkhilfesystem angezeigt. GPS. So, ich fahre jetzt mal aufs Feld und jetzt passiert Folgendes. Sobald mein Traktor so steht, dass das Lenkhilfesystem Linien erkennt, haben wir links und rechts zwei blaue Linien. Das ist die Grenze der Arbeitsbreite vom Gerät. In der Mitte die Linie, die weiß war, die ist jetzt so gelblich-orange, das heißt, der Traktor hat die erkannt, das Lenkhilfesystem, das GPS-System.
Wenn ich jetzt die Taste H einmal drücke, wird die Linie grün. Damit habe ich dem GPS-System gesagt, du benutzt jetzt bitte diese Linie. Ich setze den Gruber jetzt ab. So, und jetzt drücke ich die Taste 3, damit das Fahrzeug beschleunigt, nämlich mit Hilfe des Tempomat. Der lenkt jetzt automatisch. Ich muss nichts machen. Der lenkt jetzt völlig automatisch. Tempomat ist eingestellt, Arbeitsgeschwindigkeit des Grubers sind 15 km/h. Mit der Taste 1 kann ich jetzt den Tempomaten runterregeln, das seht ihr, und die Arbeitsgeschwindigkeit verlangsamen, wenn ich das möchte. Mit der Taste 2 kann ich die Arbeitsgeschwindigkeit wieder erhöhen. So. Der hält nicht automatisch an, der fährt nicht automatisch um eine Kurve, nichts. Das heißt, wenn die Reihe zu Ende ist, gebe ich entweder einmal kurz Gas oder trete einmal kurz auf die Bremse, dann hält er an. Dann wird es Zeit, das Gerät meinetwegen jetzt auszuheben. Sobald ich eine Lenkbewegung mache, werden mir wieder alle Hilfslinien angezeigt. Ich kann jetzt drehen. Und da habe ich wieder die braune Linie. Da möchte ich ja weitermachen. Ich drücke einmal die Taste H. Ich lasse den Gruber runter. Ich drücke die Taste 3. Und los geht's. Er zieht sich automatisch in die Bahn. Und da kann das Feld jetzt noch so groß sein. Es wird nicht geschlingert. Es werden keine Bäuche gefahren. Es werden keine berühmten Shorty-Ecken ausgelassen. Sondern er fährt jetzt präzise Reihe für Reihe in seiner Spur. So, ich fahre die jetzt mal zu Ende. Da, wo die grüne Linie endet, ist Schluss. Für den Gruber. So, ich bremse. Und jetzt gucken wir mal, haben wir hier die Vorgewindelinien. Die schauen wir uns auch einmal an. Seht ihr, sobald er die Linie erkennt und akzeptiert, leuchtet die auf. Ich drücke die Taste H, sie wird grün. Ich drücke die 3, der Traktor fährt los. Gruber absenken, machen lassen. Hier so kleine Kurven, die macht er von alleine. Aber nur diese kleinen, leichten, sanften. Jetzt da hinten... kann ich mir nicht vorstellen. Also scharfe, richtig scharfe Ecken macht er nicht allein. Da lenkt er nicht mit. Nur so kleine Abweichungen, die macht er ganz super. Ich fahre mal eben mit euch noch bis zum Ende. Gucken, wie die Kurve da aussieht. Ihr kennt das ja, ne? Die gerade Kurve, der gerade Kurve, das gerade Kurve. Seht ihr? Da, die harte Kurve, die macht er nicht. Piep, piep, er ist am Ende mit seinem Latein. Ich stoppe, mache die Lenkbewegung. Jetzt müsste man den Gruber eigentlich ausheben, auf jeden Fall. Ich lenke ihn jetzt ein oder rangiere zurecht oder wie ihr es auch immer machen möchtet. So. Und dann beim Vorwärtsfahren erkennt er die braune Linie wieder. H drücken, 3 drücken und weiter geht die wilde Luzi. Ja, das soll es gewesen sein. Also ich bin kein Profi, was Tutorials angeht oder das GPS-System. Aber das, was ich weiß, erkläre ich euch gerne. Dem einen oder anderen hilft's. Der andere sitzt jetzt davor und sagt, aber das hätte man so und so besser machen können. Das ist ja nicht schlimm. Egal. Vielleicht hat es ja jemandem geholfen. So. Ihr Lieben, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Gerne auch auf Discord. Der Link zum Discord-Community-Server ist in der Videobeschreibung unter Mehr ansehen. Abonnieren nicht vergessen. Das ist bei YouTube gratis. Das kann sich dann nun wirklich jeder leisten. Und den Daumen nach oben da lassen. Vielen Dank dafür. Ich war, bin und bleib der Shorty von der Testeria. Ich bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in heutigen Zeiten natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.